I'm Martin. I'm a policeman in Holland, in the east of Holland, like 80 kilometers about the away from here. In Holland, I'm working with on the topic radicalization, left wing, right wing, and Islamic, and that's the reason why I'm here. Welchen Eindruck hat bis jetzt die Veranstaltung bei Ihnen hinterlassen? Gut, aber I'm really looking forward to the workshops because I think it has to be getting more interactive. Mein Name ist Katharina Kawinske, ich bin Sachbearbeiterin Prävention von Polizeipräsidium Neubrandenburg. Und die Aufgabe, wieso ich hier bin, ist zu lernen, dass die Kollegen vielleicht hier in Osnabrück oder umgeben, weil sind viele Behörden auch vertreten, im Bereich von Rechtsextremismus und darunter auch religiös gerichteten Extremismus machen, was wir vielleicht auch ein Stück weit lernen können, was in diesem Bereich für Nachteile, Vorteile, positive, negative Erfahrungen sind, um das dann entsprechend anzuwenden. Und was erwarten Sie von dieser Veranstaltung? Ja, wir werden wahrscheinlich die praktische Anwendung, wie man die ganzen Kenntnisse, was wir jetzt im Vorträgen gehört haben, wie man die Radikalisierung erkennt und wie kann man dann mit diesen Jugendlichen auch verfahren. Wie kriegen wir an die ran, um die vielleicht wieder zu überzeugen, dass die nicht in die Gewaltrichtung gehen. Und letztlich vielleicht noch, sind Sie mit dem Bedarf an Veranstaltungen oder allgemein mit der Beschäftigung bezüglich solcher Themen zufrieden oder sehen Sie da noch Bedarf? Momentan bin ich jetzt noch völlig zufrieden und bin völlig gespannt, was jetzt in den Workshops, in Diskussionen herauskommen wird. Also ich bin Nils Zurawski, ich komme von der Uni Hamburg, bin da Dozent am Institut für Kriminologische Sozialforschung, bin eingeladen worden, heute hier was zu sozialen Räumen zu erzählen und der Verbindung zu Kriminologie. Das ist sozusagen der erste und grundlegende Bezug zu der Tagung. Ich kenne einen der Organisatoren, der mich eingeladen hat, Gregor Hadamitzky. Ich finde das Thema allgemein spannend. Das ist nicht mein Spezialthema, sozusagen Jugendextremismen. Beschäftige mich hauptsächlich mit Überwachung, aber auch mit Sicherheit und in dem Zusammenhang halt auch Terrorismus mit solchen Sachen. Das wäre sozusagen ein Anhaltspunkt zu der Tagung heute. Alles, was ich gehört habe, fand ich spannend. Die Vorträge heute früh. Das eine Grußwort fand ich eher zum Aufregen, also das nicht das Grußwort, sondern den Eröffnungsvortrag fand ich eher kritisch und nicht zum Aufregen. Den Workshop eben zu den theologischen Beiträgen zur Prävention hochspannend. Dinge, die mir nicht so bekannt waren, die ich nur am Rande betrachte. Von daher habe ich heute eher was gelernt, war neugierig, habe hier einen Vortrag gehalten und finde diese Idee des Dialoges zwischen Polizei, Universität, auch diesem Islamischen Theologie-Institut super und würde je nach Themenlage auch wiederkommen, aber die Idee sehr unterstützenswert. Von daher hat mir das gut gefallen. Dann konkret, welche Formate fehlen noch? Also neben solchen Veranstaltungen würden Sie dann sagen, eher dann noch Veranstaltungen, wo man nach Jugendlichen hat? Das wäre dann die letzte. Ja, man könnte so eine Veranstaltung mit Jugendlichen machen. Runtergebrochen natürlich, aber Jugendliche beim Wort nehmen und sie diskutieren lassen über ihre Sichten auf Jugendextremismus, auf vielleicht mit Einladungen. So eine, also diese Gruppe fehlt heute hier. Also wo sind die Jugendlichen aus den linken Zentren? Wo sind vielleicht Aussteiger aus der rechten Szene, wo sind junge Muslime, die sich dazu bekennen, die in die Moschee gehen oder junge Konvertiten, vielleicht aber auch nur mit denen, damit sie einen geschützten Raum haben, genau das zu besprechen, ohne die Erwachsenen und vielleicht sogar ohne die Polizei in diesem Fall, weil das wirkt dann manchmal so ein bisschen komisch. Ich bin Islamwissenschaftler und Co-Geschäftsführer des Vereins OFUG.de. Das ist ein Verein, der ist 2007 gegründet worden in Berlin und wir machen Präventionsarbeit zu den Themen Islam, Islamfeindlichkeit und Islamismus. Welchen Eindruck hat das Symposium bis jetzt bei Ihnen hinterlassen? Ich fand das sehr kontrovers. Also der erste Vortrag war sehr provokativ und ich glaube, dass das sozusagen die Gegenposition ist zu dem, was wir in unserer Arbeit als Ansatz vertreten. Und jetzt eben auf dem Podium war es, glaube ich, nochmal das Interessante zu sehen, wie eben auch aus dem kriminologischen Blick auf dieses Phänomen von sozialen Raum, Gesellschaft und Denken, Ideologie, Jugendbewegung geschaut wird. Und da gibt es natürlich ganz viele neue Anregungen, weil wir einfach aus einer anderen Richtung kommen und aus den Islamwissenschaften, aus der Pädagogik gucken. Und da war das nochmal ganz erhellend. Und im Konkreten, welchen Eindruck haben die Beiträge bei Ihnen hinterlassen? Also jetzt allgemein
das Symposium oder die Veranstaltung und jetzt die Beiträge? Naja, also jetzt bei den drei Vorträgen eben hatte ich eben wirklich den, also die beiden anderen nicht meinen, sondern bei den anderen beiden hatte ich den Eindruck, dass das wirklich nochmal ein neuer Blick war, weil sie aus einer anderen Fachrichtung auf dieses Phänomen gucken. Könnten Sie vielleicht die Bedeutung des Salafismus oder Neosalafismus oder Extremismus herausstellen, inwiefern das bedeutend ist für die Gesellschaft? Also zahlenmäßig ist die Szene sehr klein, mit 10.000 Personen etwa, das ist im Promillebereich, wenn man die muslimische Bevölkerung in Deutschland zur Grundlage nimmt, das ist sehr klein, aber sie ist halt sehr sichtbar. Sie ist im Internet sehr sichtbar, sie ist in Veranstaltungen sehr sichtbar und dadurch erreichen sie eben mehr Jugendliche, als sie eigentlich zahlenmäßig repräsentieren. Und dadurch, dass sie eben auch zumindest in Teilen Gewaltbereitschaft vertreten und weil sie eben sich im gesellschaftlichen Zusammenleben, im Schulalltag, in der Jugendarbeit beispielsweise durch sozialen Druck, durch Abwertungen, durch allgemeingültige oder Absolutheitsansprüche äußern, ist es ein Problem, was man in der Jugendarbeit und in der Bildungsarbeit nicht vernachlässigen kann. Aber letztlich ist es Teil einer gesellschaftlichen Entwicklung und man kann dieses Phänomen nicht unabhängig von der gesellschaftlichen Polarisierung verstehen, die halt in den letzten Jahren einfach zugenommen hat, sowohl was den Rechtspopulismus, den Rechtsextremismus betrifft, als auch das Phänomen von beispielsweise nationalistischen Bewegungen in der türkischstämmigen Bevölkerung oder halt im Phänomenbereich des Salafismus. Mein Name ist Frank Resin. Ich bin Leiter der Fachdienststelle Jugend- und Kinderkriminalität der Polizei Osnabrück und habe gerade ja auch viel mit kriminellen Jugendlichen und Kindern eben zu tun. Deshalb bin ich hier. Welchen Eindruck hat bis jetzt die Veranstaltung bei Ihnen hinterlassen? Das sind sehr interessante Eindrücke, zugegebenerweise eher im theoretischen Ansatz. Aber wir sind ja hier an einer Universität. Ich bin dagegen Praktiker. Habe aber schon viel mitgenommen, neue Denkmechanismen und Schemen, die ich vorher nicht hatte, neue Eindrücke, die ich allerdings zugegebenerweise nicht unmittelbar für meine Arbeit direkt benutzen kann. Dann sind wir auch zugleich bei Ihrer Erwartung. Also was erwarten Sie noch von der Veranstaltung und mit welchen Erwartungen sind Sie gekommen? Was hat Sie? Ganz konkrete Erwartungen hatte ich nicht. Ich hatte mehr Erwartungen hinsichtlich Salafismus, Islamismus. Erfrischenderweise ist hier auch Links- und Rechtsextremismus genannt worden. Das sind auch einige Sachen, was bei uns häufiger vorkommt, weil wir das selbst nicht sachbearbeiten, diese islamistischen Sachen. Ich bin jetzt hier in der Arbeitsgruppe gleich. Das ist immer sehr viel konkreter und da freue ich mich eigentlich noch drauf. Und letztlich vielleicht noch die Bedeutung von Jugendextremismen, also ganz im Allgemeinen, inwiefern ist das von Bedeutung jetzt konkret auf unsere hiesige Kultur und auf Deutschland bezogen? Ich schwanke so ein bisschen hin und her zwischen einer der ersten Aussagen hier bei den Vorträgen, ob es sich überhaupt lohnt, ein Symposium zu machen für so einen kleinen Teil der Bevölkerung. Ich habe bin jetzt 4 Jahre bei der Leiter der Kinder- und Jugendkriminalität, sowas noch nicht erlebt, noch nicht konkret. Ich weiß von einigen Fällen in Osnabrück, bin da aber noch nicht dabei. Ich denke, das ist wichtig, dass man drauf schaut, dass man das im Auge behält und da auch Instrumentarien aufbaut, um da weiterzumachen. Also ich halte es auch gesellschaftlich für wichtig.